Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in meinem Schlafzimmer. Also falls ihr euch jetzt zurecht gefragt habt, wo seid ihr hier genau in dem Video gelandet? In meinem Schlafzimmer. Nachdem ich im letzten Video total die Struggles gehabt habe mit dem Licht, habe ich mir jetzt gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal im Schlafzimmer aus und versuche hier mal so ein bisschen an den Lichtverhältnissen zu spielen. Hier habe ich zumindest einen Verdunklungsvorhang und deswegen hoffe ich, dass die Lichtverhältnisse zumindest ein bisschen besser sind. Wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, ich habe gerade mein Gym-Outfit an. Das, was ich mir tatsächlich unter anderem ja auch bei Amazon bestellt habe. Ich werde euch das Video da oder da irgendwo verlinken. Ich glaube hier. Ich weiß gar nicht, wo das eh ist. Ich bin super zufrieden mit den Gym-Klamotten, die ich mir geholt habe, Leute. Das Ding ist nur, es ist viel zu warm geworden und ich habe halt gefühlt nur lange Sachen, also nicht nur gefühlt lange Sachen, ich habe nur lange Sachen gekauft. Das ist jetzt tatsächlich bei den Temperaturen gerade draußen im Sommer definitiv ein Problem. Gerade bei uns im Gym ist es einfach unnormal schwül und super, super warm. Man schwitzt sich gefühlt tot. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich brauche auf jeden Fall kurze Gymklamotten. Da ich mit den Gymklamotten von Amazon sehr zufrieden war, habe ich mir auf jeden Fall jetzt nochmal ein paar bestellt, nur ein bisschen kürzer. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lange drum rum und fangen mal mit der ersten Hose an. Ich habe mich in dem Video jetzt mehr auf Hosen fokussiert, einfach weil, ja, Sport-BHs sind halt schon relativ knapp. Deswegen war der Fokus auf jeden Fall, dass ich irgendwie eine kurze, schöne Hose finde. Die erste Hose sieht sehr klein aus. Die erste Hose hat auf jeden Fall auch so einen Scrunch-Butt und ja, die werden wir jetzt mal anprobieren. Welcome back, liebe Leute. Ich muss sagen, ich weiß nicht, was ich von dieser Hose halte. Ich bin ganz ehrlich, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich jemals eine kurze Gym-Hose gehabt habe. Ich weiß nicht, ob ich die fühle. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich habe mir jetzt von dem Scrunch hinten, habe ich mir ehrlich gesagt, mehr erhofft. Und generell, ich weiß nicht, irgendwie, ich bin unsicher, ob mir die Hose steht. Außerdem, ich finde auch nicht, dass sie gut zu dem Oberteil passt. Ich hoffe, ihr seht überhaupt das Muster von der Hose jetzt in der Kamera. Ich versuche das gleich nochmal ein bisschen von nahem zu zeigen. Ja, jedenfalls ist das hier jetzt die erste Hose. Die hat halt ja so ein Leopardenmuster, was ihr hoffentlich gerade sehen könnt. Ich bin mir nicht sicher. Ist halt bis zum Bauchnabel hochgeschnitten und geht halt so bis zur Mitte der Oberschenkel. Und ja, ich weiß wirklich nicht, ob ich sie gut finde. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vor allem weiß ich auch nicht, welche Sport-BHs ich dazu anziehen würde, weil ich finde, dass dieses Muster mit diesen länglichen Strichen irgendwie sich schon wieder schneidet mit diesem Leopardenmuster. Ich weiß nicht. Seht ihr das Muster, Leute? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt so krass fühle. Also, ja, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Welcome back, und zwar in einer deutlich knalligeren, pinkeren Hose. Die, muss ich sagen, finde ich schon deutlich, deutlich cooler. Die ist tatsächlich ähnlich vom Schnitt, beziehungsweise ähnlich von der Länge, dass man halt, ja, bis zur Mitte des Oberschenkels ungefähr den Schnitt hat. Auch hier auf Bauchnabelhöhe wieder. Aber, Leute, ich finde, die sitzt deutlich besser. Die sitzt auf jeden Fall schöner auch am Hintern. Sie betont den Hintern deutlich schöner. Und generell formt sie den Körper einfach besser, habe ich das Gefühl. Also, bei dem anderen habe ich das Gefühl gehabt, habe ich überhaupt trainiert in meinem Leben? Und bei der Hose muss ich sagen, die betont auf jeden Fall die Oberschenkel richtig, richtig gut. Und hinten finde ich die tatsächlich auch sehr, sehr cool. Also doch, die muss ich sagen, die gefällt mir richtig, richtig gut. Wieder nichts zu dem Oberteil. Also ich glaube, ich habe mir echt das falsche Oberteil ausgesucht. Ich dachte mir halt, dass dieses Oberteil relativ neutral ist, weil da jetzt keine krassen Muster oder so drauf sind. Aber nee, irgendwie habe ich das Gefühl, das Oberteil passt so gefühlt gar keine Hose. Aber also die Hose sitzt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich mag die Farbe, ich mag die Form. Die ist auf jeden Fall auch deutlich gemütlicher. Ja, deutlich, deutlich cooler als die andere. Das Einzige, wo ich mir halt jetzt echt nicht sicher bin, ich weiß halt nicht, ob ich einen passenden BH dazu habe. Ich weiß nicht, weil, also ich glaube, die BHs, die ich alle so habe, ich glaube, die würden sich halt alle irgendwie beißen. Ich habe übrigens auch nochmal so einen Sporttop mir bestellt, bei dem ich das Gefühl hatte, das könnte echt cool aussehen, aber irgendwie, nee. Das sah auf dem Bild 3000 mal cooler aus. Das fühle ich irgendwie gar nicht. Nee, ich finde, das sitzt nicht gut. Ich dachte, das wäre so ein bisschen höher. Ja, aber so irgendwie, nee. Nee, nee, das fühle ich nicht, Leute, das fühle ich nicht. Ich habe jetzt nochmal kurz einen anderen Sport-BH angezogen. Boah, ich glaube, ich müsste echt, wenn ich die Hose behalten wollen würde, Leute, ich glaube, ich müsste mir echt einen neuen Sport-BH kaufen, weil ich glaube, es passt alles irgendwie nicht so richtig. Ich habe mir jetzt gerade nochmal einen neuen Sport-BH dazu angezogen und ich finde, der passt auf jeden Fall schon mal besser. Ja, doch, also doch. So finde ich es schon mal cooler. Aber
ich glaube, ich würde mir echt tatsächlich zu der Hose nochmal ein Special BH bestellen. Wobei, ich finde, also der geht jetzt. Aber der andere, der passt halt einfach nicht, Leute. Eine Hose habe ich noch und in der sehen wir uns gleich wieder. Okay, Leute, ich habe jetzt die letzte Hose an, bei der ich mir noch nicht genau sicher bin, was ich von ihr halte. Was sagt ihr denn? Also, die ist schwarz, die ist schlicht. Was ich sehr, sehr praktisch finde, ist, dass es hier tatsächlich Hosentaschen gibt. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Was mir auch sehr gefällt, ist, dass das Material sich unfassbar gut anfühlt. Es schmiegt sich wirklich richtig an die Haut. Es ist super, super gemütlich. Und die, die meine Videos gucken, die wissen, dass das für mich ein riesen, riesengroßer Faktor ist, dass sich etwas wirklich krass gut auf der Haut anfühlt. Ja, also ich finde die ganz cool, muss ich sagen. Die fühlt sich sehr gut an. Ich weiß noch nicht genau, ob ich sie zu schlicht finde. Also sie ist cool, ne? Aber ich weiß halt noch nicht, ob ich die nicht etwas dezent finde. Also, ja. Von der Gemütlichkeit her hat die Hose auf jeden Fall 5 von 5 Sternen. Ich weiß nicht, ob mir mein Hintern in der Hose gefällt. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich finde die Hose an sich echt cool, aber mir fehlt, glaube ich, so das gewisse kleine i-Tüpfelchen, wisst ihr? Kommen wir zum Fazit. Die erste Hose mit dem Leopardenmuster, die habe ich mir tatsächlich vom Schnitt her noch ein bisschen cooler vorgestellt. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft und die hat mich jetzt, gerade im Vergleich mit den anderen Hosen, nicht überzeugt. Noch weniger hat mich das Sportoberteil überzeugt. Das sah tatsächlich auf Amazon Fashion echt cool und lässig aus. Einfach mal über so ein Sport-BH drüber, ein bisschen bauchfrei. Und an mir sah es einfach wirklich nicht gut aus. Next. Kommen wir zur pinken Hose mit diesem Scrunch-Buttschnitt hinten. Das ist dieser Schnitt hier in, wie sage ich das, in der Poritze. Genau, der dann halt so ein bisschen scrunchiger geschnitten ist. Ich hoffe, man sieht es. Ich finde, die Hose hat auf jeden Fall meine Oberschenkelmuskulatur gut betont und ich muss sagen, mein Booty hat mir in der Hose mit am besten gefallen. Die Hose ist gemütlich, sie sitzt gut. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass in dieser Hose auch alles gut verpackt ist und ja, was soll ich sagen, Leute? Ich glaube, diese Hose ist tatsächlich der Sieger in diesem Video. Ich würde ihr tatsächlich 4,5 Sterne geben, weil das einzige Manko natürlich, weil sie halt so cool, auffällig und extravagant ist. Ich habe keinen passenden Sport-BH dazu. Ja, und irgendwie, ich glaube, ich werde mir da auf jeden Fall nochmal einen holen, der tatsächlich sehr, sehr, sehr gut zu der passt und gut mit der matcht. Also, der geht jetzt mit dem Matchen, aber es war nicht hundertprozentig, wisst ihr? Also, ich brauche einfach einen Sport-BH zu dieser Hose. Die schwarze Hose, liebe Leute. Die schwarze Hose gefällt mir tatsächlich auch sehr, sehr gut. Ich finde, was man auf jeden Fall hätte besser machen können, ist, dass man den Booty nochmal schöner betont. Aber ganz ehrlich, das Material ist unfassbar angenehm. Es gibt Hosentaschen, was einfach unnormal praktisch ist. Und ich habe auf jeden Fall das Gefühl, man kann sich in der Hose sehr gut bewegen. Sie ist sehr elastisch und das sollte einfach eine gute Sporthose mitbringen. Weil ich tatsächlich finde, dass sie ein bisschen schlichter gehalten ist und den Booty jetzt auch nicht so krass betont, würde ich ihr den zweiten Platz geben. Also den ersten Platz habt ihr gerade kennengelernt, das ist die pinke Hose. Und den zweiten kriegt auf jeden Fall die schwarze, weil die schwarze auf jeden Fall mit einer krassen Gemütlichkeit und einem super angenehmen Material punktet. Falls ihr meine 4 Wochen Gin Transformation Challenge sehen möchtet, ich werde sie euch hier oder hier, ich glaube hier, verlinken. Wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt und keine meiner absolut relevanten, super wichtigen, coolen, spannenden Gym-Stories verpassen wollt, folgt mir doch unter Lailas Vibes. Habt ihr euer persönliches, kurzes Gym-Outfit für euch schon entdeckt? Ich persönlich muss sagen, ich bin noch dabei. Ihr seht den Prozess gerade. Also ich habe zumindest jetzt schon mal eine coole Hose entdeckt, aber mir fehlt auf jeden Fall der passende Sport-BH. Und mein Traum wäre es auf jeden Fall, irgendwie ein Gym-Outfit zu finden, was halt wirklich hundertprozentig matcht. Habt ihr euer Traum-Gym-Outfit für den Sommer schon gefunden? Oder seid ihr auch noch auf der Suche wie ich? Ich freue mich natürlich immer über einen Daumen hoch oder auch, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder.